Wir sind hier neben dem Ernst-Happel-Stadion in Wien und wir werden versuchen, das weltgrößte menschliche Sortiernetzwerk zu realisieren. Sortiernetzwerke finden Anwendungen zum Beispiel in GPUs, das sind Grafikkarten. Spannen! Legen! Die Schülerinnen und Schüler haben jetzt Zahlen, die zufällig unsortiert sind. Von den Eingangsknoten gehen jetzt zum Beispiel die beiden einmal vor und jetzt wird verglichen. 3 und 2. Jetzt 3 ist größer, deshalb geht 3 jetzt rechts weiter und 2 geht links weiter. Hier werden wir 50 Eingangsknoten haben und dann braucht es eben viele Schritte, bis dann am Schluss hoffentlich die 50 Zahlen von 1 bis 50 sortiert ankommen. Auf die Plätze, fertig. Hier, 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 hier